ist denn los? Herr Hauptwachmeister! Wer ist denn da? Max Seifert aus dem Brasdorfer Winkel. Herr Hauptwachmeister, draußen liegt ein Toter. Moment, ich mach mal auf. Wo liegt ein Toter? Im Brasdorfer Wald. Ich komme von meinem Grundstück, will zur Arbeit. Und gleich als ich in den Wald einbiege, da sehe ich ihn liegen. Wie ich die Kurve nehme, leuchtet der Scheinwerfer zwischen die Bäume und da liegt er. Ich dachte, er ist ein Betrunkener. Kennen Sie den Mann? Nein, ich habe ihn nie gesehen. Wie alt? Ende 60 vielleicht und... Ach so, ja, hier ist ein Ausweis. Ein Ausweis? Steckt in der Joppentasche. Er hat eine Joppe an. Eine grüne Joppe. Aber, Herr Seifert, jedes Kind weiß, dass man nichts anfassen soll, bis die VP kommt. Hm. Sagen Sie mal hier. Paul Kunstmann, 1895, Saliner Weg 12. Augenblick. Ich rufe die Inspektion an. Dann gehen wir gleich zur Grundstelle. Ja, kann ich denn weg? Ich muss da zur Arbeit. Ich komme bald eine halbe Stunde zu spät. Spuren im Sand. Kriminalhörspiel von Hans Siebe. Die Musik können Sie abstellen, ist doch kein Schwanz auf der Chaussee. Müssen Sie unbedingt so rasen, ein Toter genügt doch. Müssten bald da sein, wie? Recht einsilbig. Was ist denn los? Die Woche fängt gut an. Wann kam die Meldung? Um 5.30 Uhr hat der Abschnittsbevollmächtigte von Brasdorf an die Inspektion gemeldet. 10 Minuten später bekam ich die Meldung ins Präsidium. Nebel, was hat noch gefehlt? Kommt vom See raus. Kennen Sie die Gegend? Ich habe mir die Karte angesehen. Blenden Sie ab, da gibt jemand Stoppzeichen. Das muss der ABV sein. Wir sind da. Hauptwachtmeister Schütz, Abschnittsbevollmächtigter in Brasdorf. Sie sind die Genossen von der Mord- und Unfalluntersuchungskommission? Ja, Hauptmann Zeidler. Oberleutnant Lemke. Und das ist der Zeuge Seifert, der den angeblichen Toten gefunden hat. Angeblichen? Wieso? Also ich begreife das nicht, glauben Sie mir. Ich bin doch nicht betrunken. Nun mal langsam. Wo liegt der angebliche Tote? Tja, da ist überhaupt keiner. Was denn? Da haben Sie also eine falsche Meldung durchgegeben? Ja. Jedenfalls liegt da kein Toter, Genosse Hauptmann. Er hat aber da gelegen. Ich habe ihn angefasst. Und er war schon kalt. Wo hat er gelegen? Führen Sie uns hin. Da hat einer gelegen, das stimmt. Da sind doch Spuren im Sand. Bloß muss der nicht tot gewesen sein. Also hier. Hier war es. Der Scheinwerfer von meinem Moped reichte bis hierher. Sehen Sie? Sehen Sie, hier hat er gelegen. Vorsicht, bleiben Sie stehen, Herrgott, nochmal. Da sind nun schon Ihre Sohlen zwischen. Scheint eher eine Bierleiche gewesen zu sein. Der Mann war tot, verlassen Sie sich drauf. Weiß ja auch nicht, warum der weg ist. Aber Bierleiche? Was ist nicht drin? Ich war im Krieg Sanitäter und ich sage, der Mann war tot. Totenstarre schon eingetreten? Nein, die beginnt erst nach 5-6 Stunden. So lange war der Mann auch nicht tot. Aber er war ohne Puls und die Glieder waren schon kalt. Aha. Und nun ist er weg. Ja. Jetzt ist er weg. Ja. Verstehe ich auch nicht. Brauchen Sie mich jetzt noch? In meinem Betrieb gibt es Schwierigkeiten, die können ohne mich nicht anfangen. Tut mir leid, aber ich muss Sie bitten, noch hier zu bleiben. Wir brauchen ein Protokoll. Hier ist der Ausweis des angeblichen Toten, Genosse Hauptmann. Der Ausweis? Ja, wo haben Sie den denn her? Herr Seifert hat ihn dem Toten aus der Joppe genommen. Dem angeblichen Toten? Ja. Ja, ich weiß, ich hätte es nicht tun dürfen. Aber in der Aufregung? Naja, es sieht aus, als ob es in diesem Fall ganz vernünftig war, ausnahmsweise. Sie können schon zum Wagen gehen, ich komme gleich nach. Genosse Lemke, haben Sie was gefunden? Tja, auf jeden Fall hat hier tatsächlich einer gelegen. Das hier sind Schleifspuren und da Abdrücke von Reifenprofilen. Vorsicht. Naja, auch wenn die Leiche nicht da ist, wir wollen nichts vernachlässigen. Spurensicherung wie immer. Stützpunkt der Kommission, ABV in Brasdorf. Bekleidung des Toten, dunkelblaue Hose, grüne Joppe, haben Sie? Blau,
Hohe See. Genosse Schütz, können Sie nicht ein bisschen schneller schreiben? So selten wie ich tippe. Ach, weiter. Grüne Joppe. Ziemlich abgetragen. Wie denn? Das haben Sie trotz der schlechten Beleuchtung gesehen? Und so schlecht war die nicht. Das Moped stand am Baum. Und der Scheinwerfer leuchtete genau dahin. Ich habe sogar gesehen, dass die Joppe geflickt war. Mit braunem Manchesterstoff. Der Flicken saß auf der rechten Tasche, in der der Ausweis steckte. Den Ausweis trägt man gewöhnlich in der Brieftasche. Hatte der Tote keine bei sich? Ich weiß nicht. Ich habe den Ausweis gefühlt und rausgenommen. Weiter habe ich nicht nachgesehen. Paul Kunstmann, 1895. 70 Jahre. Kopfbedeckung? Kopfbedeckung? Und trug eine Mütze oder einen Hut. Nein, der lag daneben. Wer lag daneben? Der Hut lag neben ihm. Ein dunkler Hut. Die Haarfarbe? Grau und ziemlich dicht. So? Na, dann sehen Sie mal das Passbild an. Ja. Das Gesicht sieht irgendwie anders aus. Das verändert sich bei einem Toten rasch. Das müssten Sie doch als Sanitäter wissen. Ja. Das ist sicher eine alte Aufnahme. Trotzdem, das Haar ist dünn. Das kann doch nicht inzwischen voller geworden sein. Oder? Tja. Diktieren Sie die Zeugenaussage, Genosse Hauptmann? Nee, lassen Sie mal. Das dauert zu lange. Ich stenografiere und wir schreiben das Protokoll nach. Ist das die Wandkarte der Umgebung? Ja. Das Dorf Brasdorf. Brasdorfer Kiez und Brasdorfer Winkel. Mhm. Markieren Sie bitte die Fundstelle, Hauptwachtmeister. Also, die Straße kommt von der Wochenendkolonie Brasdorfer Kiez. Sie führt am Dorf Brasdorf vorbei, durch den Wald und mündet in die Fernstraße nach Berlin. Demnach gibt es keinen Durchgangsverkehr. Nein, die Straße wird von den Anliegern der Kolonie Brasdorfer Kiez benutzt. Natürlich auch von denen am See, im Brasdorfer Winkel. Herr Seifert, wo haben Sie Ihr Wochenendhäuschen? Am See, im Brasdorfer Winkel. Seit 20 Jahren. Als vor 3 Jahren meine Frau starb, wollte ich verkaufen. Aber habe ich dann doch nicht gemacht. Wie viele Parzellen gibt es im Brasdorfer Kiez? 37. 32 sind bebaut. Nur Wochenendhäuschen. Keine Dauerbewohner. Und am See? Im Brasdorfer Winkel? 28 Parzellen. Davon 23 bebaute. 24. Stimmt. 24. Dauerbewohner? Auch keine. Ich war übers Wochenende bestimmt allein draußen. Gestern am Sonntagnachmittag sind noch ein paar Leute rausgekommen, sind aber abends wieder in die Stadt gefahren. Ende Oktober ist nicht mehr viel im Garten zu tun. Warum sind Sie draußen geblieben? Warum? Auf mich wartet doch in der Stadt keiner. Nicht langweilig, allein hier draußen. Ich langweile mich nie. Ich lese. Ja, und dann habe ich das Radio. Wie lange? Wie lange? Na, bis kurz nach 9, dann bin ich schlafen gegangen. Musste ja um 16:30 wieder raus. Haben Sie in der Nacht noch mal Ihr Grundstück verlassen? Nein. Wozu? Haben Sie nachts etwas Ungewöhnliches bemerkt, Lärm oder Stimmen? Nein, im Sommer ist hier draußen immer was los, Gartenfeste und so. Aber Ende Oktober doch nicht. Wann sind Sie heute Morgen aufgestanden, Herr Seifert? 16:30. Gleich nach 5 bin ich weggefahren. Als ich den Toten gefunden hatte, bin ich in das Dorf zum APV rüber. Also ich bin heute allein am Ofen und schon 2 Stunden zu spät. Wir sind ja fertig. Aber Sie bleiben dabei, dass der von Ihnen aufgefundene Paul Kunstmann tot war? Ja, unbedingt. Gut. Sie können das Protokoll später unterschreiben. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Lassen Sie mich mal ran an die Maschine, Genosse Hauptwachtmeister. Melden Sie sich bei Oberleutnant Lemke. Sagen Sie ihm, dass ich zum Seldiner Weg fahre und Frau Kunstmann verständige. Jawohl, Genosse Hauptmann. Ja, bitte? Frau Kunstmann? Ja? Volkspolizei, mein Ausweis, bitte. Entschuldigen Sie die Störung am frühen Morgen. Darf ich mal reinkommen? Ja? Ja, doch, ja. Kommen Sie rein, ja, bitte schön. So, bitte, wenn Sie in die Küche kommen möchten. Danke. Ja, Frau Kunstmann, Ich komme wegen Ihres Mannes. Ja? Können Sie uns sagen, wo sich Ihr Mann zurzeit aufhält? Mein Mann? Wo der sein soll? Wann haben Sie Ihren Mann zuletzt gesehen? Ja, um Gottes Willen! Ja, wo ist er denn? Ja, das wissen wir leider nicht, Frau Kunstmann. Herr Wachtmeister, er muss doch im Wohnzimmer sein. Mein Mann schläft doch im Wohnzimmer. Frau Kunstmann, bitte... Bitte sehen Sie nach. Ach Gott,
also. Na also, Sie haben mir wirklich ein Schreck eingejagt. Nein, sowas. Ach Gott, ich muss mich erst einmal setzen. Bitte? Mein Mann schläft im Wohnzimmer. Was ist denn überhaupt los, Herr Wachtmeister? Moment mal. Ihr Mann... Er liegt drüben und schnarcht. Bitte, Frau Kunstmann, wecken Sie Ihren Mann. Ich muss ihn sprechen. Der kommt gleich. Also Ihr Mann schläft im Wohnzimmer. Ja, sonst werde ich immer wach, wenn er vom Skat kommt. Und dann liege ich manchmal 2-3 Stunden bis zum Morgen. Wenn der sonntags zum Skat geht, ist er vor 1 nicht hier. Sie haben ihn nicht gehört, als er heute Nacht nach Hause kam? Nein, das höre ich nicht. Sie wollen mich sprechen? Ja, tut mir leid, Herr Kunstmann, dass ich Sie stören muss. Ich möchte Ihren Personalausweis sehen. Mein Ausweis? Mein Ausweis. Dann hol ihn mal. Ja, es steckt da in der Brieftasche. Ja. Ja. Ach Gott, so zieht er doch was über. Mein Ausweis. Ne? Ja, raus auf dem Flur, an der Jacke steckt die Brieftasche. Was ist denn mit meinem Ausweis? Einen Augenblick. So, hier ist er. Ja, danke. Darf ich bitte mal sehen? Paul Kunstmann, 1895, wohnhaft Selginerweg 12. Stimmt was nicht? Doch, doch. Ausstellungsdatum 12. April 1965. Ja. Ich habe ihn erst vor einem halben Jahr gekriegt, als ich den alten verloren hatte. Verloren steht im Protokoll. Aber der ist mir bestimmt geklaut worden. Ich habe nämlich noch nie was verloren. Aha. Ist das hier Ihr alter Ausweis? Ja, ich wäre verrückt. Das ist er. Ja, wo haben Sie denn den her? Ja, klar, ist das mein alter Ausweis. Tatsächlich, Paul, dein Ausweis. Na, da möchte ich ja mal wissen, wer den gehabt hat. Das ist ja ein Ding. Er wurde bei uns abgegeben. Ja, also, Herr Kunstmann, entschuldigen Sie die Störung. Ich wollte nur wissen, wie das mit dem Ausweis war. Ja, schon gut. Kunstmann kann für die Behauptung, dass ihm der Ausweis gestohlen wurde, nicht den geringsten Beweis bringen. Das Ganze liegt ja ein halbes Jahr zurück. Ich habe den Aktenvorgang angesehen. Er beruft sich auf nichts weiter, als dass ihm in seinem Leben noch nichts weggekommen sei. Damit können wir nichts anfangen. Warum brauchte der Mann, den Seifert gefunden hat, einen fremden Ausweis? Weil er selbst keinen besaß. Vielleicht. Zum Beispiel, wenn er sich illegal bei uns aufgehalten hat. Berichten Sie erst mal, wie weit sind Sie draußen? Der Tatortbefund ist fertig. Der Fundortbefund. Mehr haben wir bis jetzt noch nicht. Hier die Skizze, Genosse Zeidler. Es gibt 4 verschiedene Fußspuren und eine Schleifspur. Zerdrückte Grashalme und geknickte Zweige markieren die Stelle, wo der Tote gelegen hat. Der angebliche Tote, sagt Schütz. Stimmt. Die Fußspuren sind von 1 bis 4 gekennzeichnet. Verwendbar sind nur 1 und 4. 1 stammt von Seifert, sind einwandfrei seine Profilsohlen. Spur 4 ist die von Genossen Schütz. Spur 2 hat zweifellos der Tote hinterlassen. Es gibt von dieser nur eine in Richtung Wald. Spur 3 dagegen ist 4-mal vorhanden. 3-mal führt sie in den Wald hinein und nur 1-mal heraus. Machen Sie Witze? Eine der 3 Spuren in Richtung Wald wird teilweise von der Schleifspur überdeckt. Der Betreffende lief also rückwärts. Und schleifte den Toten mit? Ja. Die Spuren enden hier bei den mit 5 bezeichneten Abdrücken der Reifenprofile. Sie stammen von einem Beiwagenmotorrad. Links ist die Doppelspur vom Vorder- und Hinterrad, rechts vom Beiwagenrad. Dieses Profil ist beschädigt und lässt sich identifizieren. Sehr gut. Ohne mich auf Einzelheiten festzulegen, würde ich sagen, 2 Männer gingen von der Straße in den Wald und nur einer kam zurück. Der andere blieb am Boden liegen. Die Spuren lassen mehrere Möglichkeiten offen. Auch die, dass er niedergeschlagen wurde? Auch die. Und in der Zeit, als Seifert zum ABV nach Brastorf fuhr, wurde der Tote weggeholt? Mit dem Motorrad, ja. Sie meinen, der Täter hat das Opfer beseitigt? Sieht so aus. Das heißt, wenn wir uns auf die Aussage, die Seifert gemacht hat, überhaupt stützen können. Zuerst müssen wir feststellen, ob das Beiwagenmotorrad zu einem der Wochenendhäuschen in Beziehung steht. Die Parzellen im Brastorfer Kiez und Brastorfer Winkel müssen nach der Reifenspur abgesucht werden. Wenn nun der Tote illegal bei uns lebte, ja, das wäre ein plausibler Grund, dass er verschwinden musste.
Vielleicht sollte die Leiche im Wald vergraben werden. Dabei wurde der Täter gestört und verschleppte den Toten. Und wohin? Und wer ist der Täter? Bis jetzt wissen wir nur eins. Ein Motorrad mit Beiwagen war im Spiel. Haben Sie mit dem Genossenschutz gesprochen, ob von den Bewohnern der Wochenendhäuser jemand ein Beiwagenmotorrad besitzt? Ein Dutzend nimmt an. Diese Parzellen sehen sich zuerst an, Genosse Lemke. Außerdem kommen Besucher mit allen möglichen fahrbaren Untersätzen raus. Und außerdem kann unser Motorrad noch von ganz woanders herkommen. Das kann ja unterhaltsam werden. Ich schicke Ihnen Verstärkung heraus. Hauptmann Zeidler. Hauptwachtmeister Schütz. Ja und? Ich rufe im Auftrag von Oberleutnant Lemke an. Wir haben schon ein paar Mal versucht, Sie zu erreichen. Ich hatte Sie schon abgeschrieben. Wenn jetzt Sommer wäre, würde ich ja verstehen, dass zwei Tage am See mal ganz hübsch sein können. Ja, also, wie sieht's aus? Wir haben die Reifenspur gefunden. Menschenskind, wo denn? Im Brastorfer Winkel. Das ist doch die Kolonie am See. Ja, wir wollten eigentlich gleich unten am See anfangen. Aber dann haben wir uns doch erst den Brastorfer Kiez vorgenommen. Und darum haben wir viel Zeit verloren. Ah. Wo befindet sich der Abdruck? Vor der Hintertür des Seehäuschens. Seehäuschen? Das Ferienheim von der Autoreparaturwerkstatt Karl Liebknecht. Was ist denn das für ein Schuppen? Schuppen? Das hat 7 oder 8 Zimmer, ein schönes Haus, das größte hier draußen. Na, das wollen wir uns mal ansehen. Ich komme raus. Mistwetter. Ist die Reifenspur abgedeckt? Natürlich. Sagen Sie mal, wie sind Sie eigentlich drauf gekommen, hier zu suchen? Ist doch ein Betonweg, ne? Wo sollen denn da Reifenspuren sein? Ja, ich gehe eben methodisch vor. Außerdem sagte mir Genosse Schütz, dass etliche Schlosser mit Motorrädern hier rauskommen. Ja, im Sommer. Hier, sehen Sie mal, Genosse Zeidler. Die Maschine hat vor der Hintertür gehalten. Dort ist das Beiwagenrad von der Betonkante abgerutscht. Und da ist auch der Abdruck der beschädigten Profilstelle. Dieselbe wie im Wald. Und hier, ein quadratischer Abdruck. Ziemlich tief, wie von einem Stuhlbein. Mhm. Drei Beine haben auf dem Betonweg gestanden und das vierte ist abgerutscht. Scheint so, aber... Aber? Der Gegenstand war schwerer als ein Stuhl. Dafür ist der Abdruck zu tief. Rund 10 Zentimeter. Ja, vielleicht hat jemand auf dem Stuhl gesessen. Wäre ein bisschen komisch, wie? Ja, wir gehen jetzt erstmal ins Haus. Die Hintertür ist abgeschlossen, Genosse Hauptmann. Das macht nichts. Dürfen wir denn so einfach? Wir dürfen. Vor dieser Tür sind die Abdrücke der gleichen Beiwagenmaschine zu finden, mit der Tote vermutlich aus dem Brastorfer Wald abtransportiert wurde. Glauben Sie, dass er hier drin liegt? Na also, simples Schloss. Kein Saft in der Leitung. Wo ist denn der Sicherungskasten? Hier. Die Sicherungen sind rausgedreht. Oh! Das war mein Kopf. Leuchten Sie mal hierher, Genosse Lemke. Man müsste auch noch Sicherungen in der Tasche haben. Ja, Ersatzbatterien täten es auch. Was haben Sie denn bloß für eine Funzel? Da! Was denn? Dort! Auf der Liege! Mensch, nicht so nervös! Das sind Decken und Kissen. Dachten Sie etwa? Sah fast so aus. Ich habe mir doch tatsächlich eine Gänsehaut verpasst. Ziemlich trostlos hier. Ja, als ob der Möbelwagen vor der Tür steht. Naja, eben alles eingemottet für den Winter, Ende der Saison. Aha, hier geht's zur Treppe. Jetzt ist mit meiner Taschenlampe gleich Feierabend. Genosse Zeidler. Wenn nun die Beiwagenmaschine von hier kam, ehe der Tote mit ihr weggeschafft wurde. Ja, möglich. Zuerst aber brauchen wir einen unwiderlegbaren Beweis, dass es einen Toten gibt. Das behauptet bis jetzt nur der Bürger Seifert. Die Spuren im Sand kann ein Betrunkener hinterlassen haben. Der Kunstmanns Ausweis in der Tasche trug. Seifert war jedenfalls nicht betrunken. Na, wir suchen jetzt weiter. Zuerst mal in den Keller, am Schluss den Bootsschuppen am See. Und morgen früh um 7 sind wir im Autoreparaturwerk Karl Liebknecht. Kollege Lütting, da sind zwei Herren von der Volkspolizei. Hauptmann Zeidler, Oberleutnant Lemke, mein Mitarbeiter. Lütting, Werkdirektor. Kollegin Harnisch, ich rufe Sie später. Ja, wir wollen Sie nicht lange aufhalten. Wir suchen ein ganz bestimmtes
Beiwagenmotorrad. Ach so, eine Unfallermittlung. Ja, so etwas Ähnliches. Unser Betrieb repariert keine Motorräder. Wir sind Vertragswerkstatt für PKW, Wartburg, Trabant. Die Motorräder hier gehören unseren Kollegen. Und davon haben wie viele Motorräder Beiwagen? Ach, Sie ermitteln hier im Betrieb. Was ist denn los? Genosse Lütting, auf dem Parkplatz stehen 3 Maschinen mit Beiwagen. Sind das alle? Es müssten, glaube ich, 4 sein. Arendt, Berger, Klaus. Hanisch, richtig. Hanischs Maschine steht ja im Schuppen. Im Werksgelände? Ja, wir haben dem Kollegen gestattet, seine AWO im Werkschuppen abzustellen. Er wohnt keine 100 Meter von hier, Neubau, wissen Sie. Und die Garagen werden erst im Frühjahr gebaut. Hanisch. Dieter Hanisch, einer von unseren Schlossern. Heißt Ihre Sekretärin nicht auch Hanisch? Ja, seine Frau. Sie haben vor einem Jahr geheiratet. Wo ist denn der Schuppen? Da drüben, hinter dem Heizungsschornstein. Soll ich es Ihnen zeigen? Danke, danke, ich finde schon. Sauberer Betrieb. Sieht alles ziemlich neu aus. Wir haben modernisiert. Die Wagendurchsichten erfolgen jetzt in Fließbandmethode. Interessiert Sie das? Im Augenblick nicht. Übrigens, wir haben uns gestern Abend im Seehäuschen umgesehen. In unserem Ferienheim? Wozu? Wer ist für das Objekt verantwortlich? Kollege Hempel, unser Lagerverwalter. Könnte ich dem mal sprechen? Natürlich. Aber wollen Sie mir nicht sagen, was eigentlich los ist? Keine Beunruhigung, Genosse Lütting. Ein paar Fragen und dann verschwinden wir wieder. Kollegin Hanisch, bitte Kollege Hempel zu mir. Das Seehäuschen liegt ja recht idyllisch. Wird es von den Kollegen oft besucht? Oh, und ob. Wir lassen es uns alle Jahre was kosten. 6 Zimmer stehen für die Urlauber zur Verfügung, die übrigen 3 Räume für Wochenendbesucher. Nächstes Jahr bauen wir an. Der Garten ist 1 Hektar groß, reicht bis zum See. Im Sommer ist das einfach herrlich. Haben Sie das Motorboot gesehen? Mhm. 1000er Maschine, da sind alle ziemlich scharf drauf. Kann ich mir vorstellen. Moin, Heinz. Werner, die Genossen von der Volkspolizei wollen mit dir reden. Wegen des Seehäuschens. Seehäuschen? Was ist denn damit? Wann waren Sie zuletzt draußen? Vorige Woche. Und mit wem waren Sie draußen? Allein. Ich habe alles winterfest gemacht. Mache ich jedes Jahr. Winterfest, aha. Und was passiert da so? Sicherung rausdrehen, die Wasserpumpe im Keller ablaufen lassen. Und Polstermöbel zu decken. Ja, auch. Ja, was man eben so zum Winter macht. Ja, wer hat die Schlüssel zum Seehäuschen? Ich? Ich bin doch für den Laden verantwortlich. Wer rausfahren will, holt die Schlüssel bei mir ab. Gibt es noch mehr Schlüssel? Ja, die Ersatzschlüssel. Die hängen im Schlüsselkasten im Pförtnerhäuschen. Ist da was geklaut worden? Das könnte sein. Ja, aber vorige Woche war noch alles da. Er hat sich inzwischen jemand die Schlüssel geben lassen? Von mir nicht. Und von wem sonst? Ja, wenn man die Schlüssel aus dem Pförtnerhäuschen nimmt, dann weiß ich das nicht. Kommt das öfter vor? Was? Ja, dass Kollegen die Ersatzschlüssel nehmen, ohne dass Sie was davon wissen. Ja, wenn Sie so fragen... Ja, also was? Na ja, die nehmen oft die Schlüssel aus dem Pförtnerhaus. Dann haben sie die Lauferei nicht. Na, ich bin ja nicht immer da. Mhm. Genosse Zeidler, das hätten wir. Sie ist es. Irrtum ausgeschlossen? Völlig. Kollege Hempel, es gibt doch sicher Kollegen, die oft nach Brastorf fahren und andere, die seltener rauskommen. Stimmt. Ja, manche liegen den ganzen Sommer draußen. Ja, wie ist das zum Beispiel mit Hanischs? Kommen die oft raus? Hanischs? Hanischs nie. Oder ganz selten. Na, was sollen die auch im Seehäuschen? Die haben doch selbst ein Wassergrundstück bei Königs Wusterhausen. Na schön. Kann Kollege Hempel später mit dem Genossen Oberleutnant zum Seehäuschen fahren? Es wäre gut, wenn wir eine kleine Struktur machten. Selbstverständlich. Also ist doch was gestohlen, wie? Einbruchsdiebstahl. Das wollen wir erst feststellen. Vorläufig vielen Dank, Kollege Hempel. Ja, ich bin dann im Lager. Sagen Sie, was sind Hanischs eigentlich für Leute? Die Frau zum Beispiel. Die Helga? Ist seit 3 Jahren hier, zuerst in der Kaderabteilung. Und seit 63 ist sie meine Sekretärin, ausgezeichnete Kraft. Intelligent und zuverlässig. Mhm. Und Ihr Mann? Dieter Hanisch? Moment, der muss schon 7 oder 8 Jahre im Betrieb sein. Als Schlosser macht ihm keiner was vor, besucht die Abendschule zur Studienvorbereitung. Da steckt seine Frau dahinter. Na, überhaupt seit der Heirat gibt es keine Klagen mehr. Und vorher? Nur nichts Ernstliches. Bloß ein bisschen leichtsinnig. Vorbestraft? Nein. Liegt was gegen ihn vor? Die Beiwagenmaschine, die wir suchen, gehört Hanisch. So viel habe ich inzwischen mitgekriegt. Was waren das für Geschichten, auf die Sie anspielten? Schwarzfahrerei. Das ist vor der Konfliktkommission erledigt worden. Seitdem ist Dieter nie mehr aufgefallen. So, Schwarzfahrten. Ja. Hanisch und Klinke haben manchmal nachts mit Kundenfahrzeugen Spazierfahrten gemacht. Durch einen Unfall kam das raus.
Das liegt aber 2 Jahre zurück. Inzwischen hat Dieter Hanisch die Beiwagen-Arbe von Hempel gekauft, als der den Trabant kriegte. Wer ist dieser Klinker? Ist er noch im Betrieb? Ja, aber mit der Freundschaft ist es vorbei. Die passen auch nicht zusammen. Klinker arbeitet als Hilfsschlosser, kann von jedem ein bisschen und nichts richtig. Er ist das Mädchen für alles, hält den Hof sauber, versorgt die Heizung. Ja, also ich möchte zuerst Frau Hanisch sprechen. Na bitte. Sie können mein Zimmer benutzen, ich muss sowieso zur Durchsichtshalle. Oder brauchen Sie mich? Später vielleicht. Kollegin Hanisch! Bitte setzen Sie sich doch, Frau Hanisch. Dankeschön. Sagen Sie, waren Sie am Sonntag, also vor 3 Tagen, mit dem Motorrad unterwegs? Am Sonntag, ja. Da waren wir draußen auf unserem Grundstück bei Königs Wusterhausen. Wieso? Wann sind Sie weggefahren? Nach dem Mittagessen, um 1:30 etwa. Kurz vor 2 waren wir da. Sind Sie über Brasdorf gefahren? Aber Brasdorf liegt doch entgegengesetzt. In diesem Jahr waren wir überhaupt nicht dort. Sie meinen doch das Seehäuschen. Wann waren Sie zum letzten Mal dort? Warten Sie. Das war voriges Jahr zum Betriebsfest. Ja, seitdem nicht mehr. Wann sind Sie eigentlich am Sonntag zurückgekommen? Als wir gegen 6 bei meinen Eltern in Adlershof ankamen, war es schon dunkel. Wir sind zum Abendbrot geblieben und kurz nach 9 etwa waren wir zu Hause. Kollegin Hanisch, sind Sie nach 21 Uhr nochmal weggefahren? Überlegen Sie genau. Hören Sie mal, mein Gedächtnis ist in Ordnung. Wir sind weder weggefahren noch weggegangen, sondern zu Hause geblieben. Wann wollen Sie denn das wissen? Und Ihr Mann? Dieter auch. Der ist auch zu Hause geblieben. Ihre Beiwagenmaschine wurde in der Nacht vom Sonntag zum Montag zu einer Fahrt nach Brasdorf benutzt. Hatten Sie die Maschine ausgeliehen? Das glaube ich nicht. Dieter hat nichts gesagt. Ist denn was passiert? Wir müssen wissen, wer die AWO benutzt hat. Keine Ahnung. Und wann sind Sie zurückgekommen, Herr Hanisch? Oh, weiß ich nicht genau. Zwischen 8 und 9. Wir haben vorher bei den Schwiegereltern in Adlershof Abendbrot gegessen. Waren Sie am Sonntag in Brasdorf? Im Seehäuschen? Nee, das liegt ja ganz woanders. Sind Sie am Sonntag nach 21 Uhr noch einmal weggefahren? Nein. Was wollen Sie eigentlich? Verborgen Sie manchmal das Motorrad? Selten, höchstens mal an Klinke. Der kauft es, wenn ich mein Auto kriege. Wo hatten Sie eigentlich Ihre Maschine abgestellt? Na, wie immer, im Werkschuppen. Kommen Sie jederzeit an den Schuppen ran? Warum nicht? Ist doch der Nachtwächter da. Ihre AWO war in der Nacht vom Sonntag zum Montag in Brasdorf. Meine AWO in Brasdorf? Ausgeschlossen. Wir können es beweisen, Herr Hanisch. Wenn nicht Sie gefahren sind, wer könnte es dann gewesen sein? Na, das ist ja heiter. Ist einer mit meiner Mühle abgezogen? Und sowas soll es im Betrieb schon gegeben haben. Aha. Nachtigall, ich höre den... Kann der Nachtwächter bezeugen, dass Sie gegen 21 Uhr die Maschine in den Schuppen gestellt haben? Ihr müsst ja auch wissen, ob sie nachts jemand herausgeholt hat. Ja, müsste er, aber den können Sie nicht mehr fragen. Der ist inzwischen gestorben. Herzinfarkt. Der Nachtwächter, der am Sonntag Dienst hatte? Der Anger, ja. Danke, Herr Hanisch, Sie können gehen. Wir unterhalten uns später noch einmal. Haben Sie zufällig was zu rauchen bei sich? Rein zufällig. Danke. Na, was sagen Sie jetzt? Ich steige aus. Keine Spur von der Leiche, keine Vermisstenmeldung. Und nun ist auch noch der Nachtwächter tot. Ich gehe als ABV aufs Dorf. Mit einem Rasen vorm Dienstzimmer und mal einem geklauten Karnickel. Tja, da hilft weiter nichts. Wir brauchen das Alibi für die Nacht vom Sonntag zum Montag von 50 Betriebsangehörigen und Anhang. Sie können ja gleich mit dem Werkdirektor anfangen. Werde ich auch. Wir müssen sehen, ob der nicht irgendeinen Tipp hat. Sie wollen mich sprechen? Ja. Was kann ich für Sie tun? Wir suchen nach möglichen Zeugen, die darüber aussagen können, wer in der Nacht vom Sonntag zum Montag das Motorrad von Hanisch aus dem Schuppen geholt hat. Wir haben eben erfahren, dass der Nachtwächter nicht mehr lebt. Herr Kollege Anger, besonders tragisch, weil er im Dienst verstorben ist. Im Dienst verstorben? Wann? In der Nacht vom Sonntag zum Montag. Ja, Moment mal. Wie heißt der? Anger. Josef Anger. Also der Nachtwächter Josef Anger, derselbe, der hätte bezeugen können, dass Hanisch am Sonntagabend um 21 Uhr die AWO in den Schuppen stellte, der ist in derselben Nacht verstorben. Ja. Herzinfarkt im Dienst. Ja, warum haben Sie das vorhin gar nicht erwähnt? Wissen Sie,
Sie haben nicht gefragt und ich sah auch gar keinen Zusammenhang. Wer hat als letzter mit dem Nachtwächter gesprochen? Ich glaube, Kollege Hanisch. War jemand bei ihm, als er starb? Nein. Kollege Klinke hat ihn morgens tot gefunden. Er kommt immer zuerst wegen der Heizung. Ist der jetzt im Werk? Ja, vielleicht ist er noch in der Heizung. Er macht den Nachtwächterdienst, bis wir einen neuen haben. Ach, da drüben ist ja die Heizung. Wir wollen noch mal mit Dieter Hanisch sprechen. Herr Hanisch, nach unseren Ermittlungen waren Sie der Letzte, der den verstorbenen Nachtwächter gesprochen hatte. Das ist möglich. Sonntagabend, na ja, so schnell geht das. Morgens war er tot. Haben Sie mit dem Kollegen Ager gesprochen? Natürlich. Worüber haben Sie gesprochen? Nur so, namend und so. War Anger anders als sonst? Nö. Josef hatte eine Fahne. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, habe ich gesagt. Aber bei dir ist das ja eins. Ja, ja. Und sonst? Und nichts. Hat gelacht. Morgens war er tot. Mhm. Da fragen Sie Klinke. Kollege Klinke? Ja? Volkspolizei. Klinke, was gibt's denn? Erzählen Sie uns mal, wie das am Montagmorgen war, als Sie zur Arbeit kamen. Das Tor war noch zu. Kam mir gleich so komisch vor. Sonst schließt Josef pünktlich um 6:30 auf. Na und Sie? Was haben Sie unternommen? Ich habe drunter geguckt. Da lag er. Wo lag er? Na, vor dem Pförtnerhaus. Der Schlüsselbund lag neben ihm. Ich dachte, der Josef wird wieder einen Herzanfall haben. Er war mit der Pumpe nicht ganz intakt, wissen Sie? Ja, aber diesmal war es aus. Der Arzt hat gesagt, Herzschlag. Welcher Arzt? Von der Unfallstelle. Ich hab da sofort angerufen. Von wo? Wie? Na, von wo Sie angerufen haben. Aus der Pförtnerbude. Ich bin über Tor geklettert. Das war sehr vernünftig, Herr Klinke. Na, der Arzt kam gleich mit dem Unfallwaren, Sauerstoffgerät und so. Aber meinte, das habe alles keinen Zweck mehr. Der Josef sei schon vor ein paar Stunden draufgegangen. Schon ein paar Stunden? Hm? Aha. Womit war Anger bekleidet, als Sie ihn fanden? Dunkle Hose, dunkle Jacke, wie immer. Keine grüne Joppe? Nee, grüne Joppe hat er nie gehabt. Und Kopfbedeckung? Mütze, Hut? Eine dunkelblaue Schirmmütze. Kein Hut? Na, der hat doch nie einen Hut aufgesetzt. Anger und Hut, nie. Was anderes, Herr Klinke. Wann sind Sie zum letzten Mal mit Hanischs Motorrad gefahren? Ich mit Hanischs Aro? Sonntagnacht? Sonntag, schön wär's gewesen. Das letzte Mal... Das kann ich nicht genau sagen. Ja, wir möchten das aber wissen, Herr Klinke. Wann ungefähr? Das muss mindestens 8 Wochen her sein. Ich hoffe ja die Abo, wenn die da Hanisch seinen Trabant kriegt. Na schön. Und dass Anger keine Joppe trug, das wissen Sie genau? Ich meine, vielleicht hingen Sie im Pförtnerhaus. Aber ich sah ihn doch. Ich habe nie eine Joppe bei ihm gesehen. Ich war 2-3 Mal bei ihm zu Hause. Und da auch nicht. Konnte Josef Anger Auto oder Motorrad fahren? Der konnte nicht mal Rad fahren. War er verheiratet? Seine Frau ist ihm vor ein paar Jahren gestorben. Hatte er Freunde? Oder Bekannte? Aber wenn er Langeweile hatte, dann ging er in den Veteranenclub. Hat er mir jedenfalls erzählt. Im Hause hat sich eine Frau um die Wäsche gekümmert. Haben Sie zufällig eine Ahnung, wer den Nachlass bekommen könnte? Hat der Anger Verwandte? Kein Kack, sagt er immer. Und von Josef hat Erben. Bei dem hinter alle durch die Kiemen. Genosse Lemke, Sie holen Angers Bild aus der Kaderakte, ein paar fassende Bilder aus unserer Sammlung dazu und fahren nach Heinersdorf. Der Seifert müsste jetzt noch im Dienst sein. Meinen Sie, dass er überhaupt in der Lage ist, ihn zu identifizieren? Er hat den Toten ein paar Augenblicke gesehen, weiter nichts. Er scheint kein schlechter Beobachter zu sein. Immerhin hat er gleich darauf hingewiesen, dass der Tote anders aussah als auf dem Foto im Ausweis. Seiferts Toter war mit einer grünen Joppe bekleidet und neben ihm lag ein dunkler Hut. Ja, ich weiß. Der Nachtwächter Anger trug eine Schirmmütze und keine grüne Joppe. Und wie sollte Anger nach Brasdorf gekommen sein? Was wollte er da? Wie ist klar, mit Hanischs Motorrad. Wer hat ihn aber hingefahren? Und warum? Der Anlass steht mit dem Seehäuschen in Verbindung. Wenn Seifert den Nachtwächter als den verschwundenen Toten erkennt... Und zweifeln Sie daran? Ich weiß nicht. Wenn, dann sehen wir weiter. Der Staatsanwalt wird sowieso die Autopsie der Leiche anordnen. Hallo, Herr Seifert. Ach, Sie. Das ist ja eine Hitze hier.
Wie halten Sie denn das aus? Gewohnheit. Herr Seifert, ich habe da ein paar Fotografien mitgebracht. Sehen Sie sich die doch mal in Ruhe an. Ich soll herausfinden, ob der Tote dabei ist, was? Ja. Na, warten Sie. Hier ist es mehlig. So, bitte. Wenn Sie sich hinsetzen wollen. Hier, das sind die Bilder. Lassen Sie sich Zeit. Brauche ich nicht. Das ist er. Der da. Sind Sie sicher? Verlassen Sie sich drauf, das ist er. Er sieht viel deutlicher aus als auf dem Bild im Ausweis. Sie irren sich also nicht? Bestimmt nicht. Dieser Mann hier hat aber keinen Hut getragen, sondern eine dunkle Mütze. So. Keinen Hut. Dass da ein Toter gelegen hatte, das wollten Sie auch nicht glauben. Er sollte bloß betrunken gewesen sein. Jetzt zeige ich Ihnen den Toten und da soll er keinen Hut und bloß eine Mütze getragen haben. Und wie ist das mit der Joppe? So wie ich gesagt habe, eine grüne Joppe. Und auf der rechten Jackentasche war sie mit braunem Manchesterstoff geflickt. Richtig schäbig sah sie aus. Der Tote trug aber keine grüne Joppe. Warum denn nicht? Seifert spinnt, wollten Sie wohl sagen, was? Ich hab's ja schließlich gesehen. Das war keine Mütze, sondern ein Hut und die Joppe war grün. Hauptmann Zeidler. Hier Lemke. Genosse Zeidler, Seifert hat Anger identifiziert. Na also. Und er bleibt bei seiner Behauptung. Der Tote war mit einer grünen Joppe und einem dunklen Hut bekleidet. Ich sehe mir den Nachlass an. Soll ich mitkommen? Nicht nötig. Wichtiger ist, was Anger nachts im Brastorf zu tun hatte. Fahren Sie mit Hempel raus. Sie vermuten Diebstahl. Und wissen Sie, was näher liegend ist? Nein. Übrigens, die Autopsie hat den Befund des Unfallarztes bestätigt. Tod durch Herzinfarkt, eingetreten zwischen 2 und 3 Uhr morgens. Warum waren denn die Türen versiegelt? Es besteht der Verdacht, dass sich jemand unberechtigt Zutritt verschafft hat. Also auf Deutsch ist es eingebrochen worden? Möglicherweise. Oh, da hat aber Pech gehabt. Das wertvolle Inventar haben wir schon vor 3 Wochen reingeholt. Was meinen Sie mit wertvolles Inventar? Und die Bettwäsche, 30 Garnituren, die Bestecks, die Küchenmaschine und die 2 Radios. Also ich kann nicht sehen, dass hier was fehlt. Na, am besten Sie fangen mal an. Womit? Mit der Bestandsaufnahme. Haben Sie keine Inventarliste? Oh, ich weiß auch so, was hier ist. Da denken Sie etwa, hier schleppt einer eine Bettstelle weg? Ich denke gar nichts. Höchstens, dass das, was wir hier machen, keine Inventur ist. Besitzen Sie überhaupt eine Inventarliste? Natürlich. Dann müssten aber an jedem Möbelstück Inventarkennzeichen zu sehen sein. Wo sind denn die? Wozu? Hauptsache die Stückzahl stimmt. Da gehen wir noch zu den Giebelzimmern rauf. Ja, und auf dem Dachboden auch. Fehlt nichts, behauptet Tempel. Ich kann ihm doch nicht mit Gewalt einreden, dass was gestohlen ist. Wenn nicht, können Sie mir dann vielleicht ein vernünftiges Motiv für Angers Spazierfahrt nach Brastorf sagen? Gibt es denn überhaupt eins, das uns noch interessiert? Wer war der zweite Mann? Und warum ist er mitgefahren? Dass Angers Chauffeur nicht gerade Lust hat, sich bei uns zu melden, das kann doch ganz einfach daran liegen, dass er nicht an unerquicklichen Diskussionen über Benutzung eines fremden Fahrzeugs interessiert ist. Vielleicht, wenn es sich um ein fremdes Fahrzeug handelte. Aber der Ausweis blieb in jedem Fall. Der hilft uns erst weiter, wenn wir Anhaltspunkte dafür haben, dass der Kunstmann wirklich gestohlen wurde. Und von wem? Naja, nach dem Essen fahre ich zu Kunstmann rüber. Wollen Sie mitkommen? Ja. Was ist überhaupt bei Angers Haussuchung rausgekommen? Auch nichts? Nichts. Ich hatte mich schon gefasst gemacht auf ein fürchterliches Durcheinander. Und komme in eine kleine, gemütliche Wohnung. Alles pieksauber. Und was ist mit der Joppe? Kein Faden davon. Nicht mal was Ähnliches. Auch von den Hausbewohnern hat keiner den alten Anger jemals in einer grünen Joppe gesehen. Verstehen Sie dann, warum Seifert so verbissen auf seiner grünen Joppe herumreitet? Was soll denn das Theater? Mir auch schleierhaft. Also Leute gibt's. Hauptmann Zeidler? Wer? Jawohl, schicken Sie ihn rauf. Wir kriegen Besuch. Da kommen Sie nie drauf. Na? Klinke. Ach, was will denn der? Da bin ich aber mal gespannt. Klinke. Na, wollen wir sehen, was er uns zu sagen hat. Ja, bitte. Da. Treten Sie näher, Herr Klinke. Bitte setzen Sie sich. Nanu, was haben Sie denn da?
Der Tonbandgerät. Was für ein Tonbandgerät? Ja, ich hab mir gedacht, das ist besser. Ich bring das hierher, sonst gibt es vielleicht Ärger. Wem gehört denn das Gerät? Das ist aus dem Seehäuschen. Der Hempel sagte, die Polizei dahinterher ist wie in Inventur und meine Frau meinte, ich sollte lieber gleich herbringen, wo der Hempel jetzt so verrückt spielt und alle Welt macht, wo die Sachen sind. Da dachte ich mir, am besten, du lieferst es gleich ab, dann ist alles klar. Soll der Hempel sehen, wo er sein Zeug zusammenkriegt. Ich hab meins abgeliefert, da kann mir keiner mehr was sagen. Herr Hempel weiß also nicht, dass Sie das Gerät haben? Nö. Wenn ich recht verstehe, Herr Klinke, Sie haben es also sozusagen ausgeliehen. Na klar. Ich weiß schon, was Sie denken, aber das ist nicht. Deshalb bringe ich es ja hierher. Mhm. Wann haben Sie sich denn das Gerät ausgeliehen? Im September. Wir haben Geburtstag gefeiert, wissen Sie. Im September? Und Herr Hempel hat nicht gemerkt, dass es fehlt, als er vor 3 Wochen die wertvollen Inventarstücke holte? Aber das machen wir doch immer so. Was machen Sie immer so? Na, der Tonmann und die Radios holen wir immer über den Winter nach Hause. Was ist denn dabei? Fragt doch keiner, wer den Kram hat. Im Frühjahr ist alles wieder da. Hempel hat sich im letzten Winter so eine Waschmaschine geholt, als eine kaputt war. Nun macht er so ein Fass auf mit der Polizei und so. Ist das ein gemütlicher Verein. Jeder holt sich, was er braucht. Und im Frühjahr ist alles wieder da. Na klar. Auch wenn keiner weiß, wer das gehabt hat? Na, so ungefähr weiß man das ja. Dass Sie das Tonband hatten, wusste das jemand? Na, irgendjemand wird's schon wissen. Aber Sie haben es trotzdem zu uns gebracht. Weil der Hempel verrückt spielt, wie in dem Fernseher. Der Fernseher ist nämlich auch unterwegs. Und wer den hat, der will sich nie melden. Aha. Ist das ein Standgerät? Ja, eine große Truhe. Aber die ist immer noch weg. Also dann, schönen Dank, Herr Klinke. Ja, auf Wiedersehen. Da haben Sie Hempels Inventur. Fehlt nichts. Ist bloß nicht alles da. Unser 10 cm tiefer Abdruck an der Hintertür des Seehäuschens würde hervorragend zum Bein so einer Fernsehtruhe passen. Finden Sie nicht auch? Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass Anger in seinem Pförtnerhaus die Schlüssel für das Seehäuschen hatte und nichts weiter brauchte, als jemand, der Motorrad fahren konnte. Sie hoben die Truhe in den Beiwagen und Anger sitzt auf dem Sozius. Am Brastower Wald kriegt der Alte den Herzanfall. Der Fahrer hat 2 Möglichkeiten. Entweder die Truhe im Wald verstecken und Anger nach Hause fahren oder umgekehrt. Anger weiß, die Anfälle gehen vorbei. Aber er könnte sich dann auf keinen Fall gleich wieder auf den Sozius setzen. Also wird erst die Truhe weggebracht. Und als der Fahrer zurückkommt, ist Anger tot. Die Maschine muss zurück ins Werk. Niemand darf wissen, dass Anger weg war. Also wird er im Beiwagen zurückgeschafft. Passt wunderbar. Für den Fall, dass die Fernsehtruhe wirklich gestohlen wurde. Dann hatte unser Chauffeur 4 Tage Zeit, sie zu verscheuern. Sehen wir uns doch noch mal im Werk um. Gut. Aber vorher wollen wir doch sehen, ob wir die Ausweisgeschichte nicht noch klären können. Ist ja kaum ein Umweg, wir kommen sowieso fast am Seldiner Weg vorbei. Gleich 12. Ob er schon weg ist? Seine Frau sagt, um 12 macht er Mittag. Friedhof der Auferstehungsgemeinde. Was sind das für eine Sekte? Keine Ahnung. Hallo? Hallo! Herr Kunstmann! Na also, da ist er ja. Auch gut, was? Jetzt kommen die Kränze per Motor auf den Kompost. Tja, technische Revolution, Lemke. Na, 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 Genosse Hauptmann, ein bisschen Pietät. Ja? Was ist denn? Guten Tag, Herr Kunstmann. Ach, guten Tag. Sind Sie nicht der Kriminalbeamte von neulich? Stimmt, stimmt. Wir haben noch ein paar Fragen an Sie, Herr Kunstmann, wegen Ihres Ausweises. Ja? Es liegt die Vermutung nahe, dass er Ihnen wirklich gestohlen wurde. Vielleicht können Sie uns einen Hinweis geben. Sind Sie mit jemandem aus dem Autoreparaturwerk Karl Liebknecht bekannt? Autoreparaturwerk? Ja, kennen Sie einen gewissen Josef Anger? Anger? Ja. Anger hat in dem Werk gearbeitet. Ach, ja, 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 stimmt. War der da nicht Pförtner? Ja, natürlich. Anger, jetzt geht mein Licht auf. Ach, seine Frau, die liegt da drüben, neben der Säule mit dem Engel. So alle 14 Tage kam er raus, das Grab pflegen. Nun bleibt dafür immer hier. Montag ist die Beerdigung. Sie waren also mit ihm bekannt? Na ja, bekannt, flüchtig, nicht?
Wir haben ab und an mal ein Wort gewechselt. Der hatte immer eine Taschenbuddel Wodka bei sich. Er kommt neben seine Frau. Und außer Anger kennen Sie niemand aus diesem Betrieb? Nein, nein, nein. Nicht, dass ich wüsste. Halten Sie es für möglich, dass Josef Anger Ihnen den Ausweis gestohlen hat? Der? Den Ausweis? Nie. Warum soll mir der denn den Ausweis geklaut haben? Wozu denn das? Na gut. Also vielen Dank, Herr Kunstmann. Bitte, bitte, bitte. Vielleicht kommen wir noch mal vorbei. Wiedersehen. Wiedersehen. Moment mal. Was denn? Haben Sie gesehen, was Kunstmann anhatte? Grüne Joppe auf der rechten Tasche mit braunem Manchester geflickt. Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Ich werde verrückt. Hallo! Hallo, Herr Kunstmann! Herr Kunstmann, hallo! Ja? Herr Kunstmann, einen Moment noch. Wir haben vergessen, Ihnen zu sagen, wo Ihr Ausweis die ganze Zeit gesteckt hat. Ja, wo denn? In der rechten Seitentasche Ihrer Joppe. Wie? Ja, wann haben Sie die Joppe im Frühjahr das letzte Mal angehabt? Hä? Im April, nicht? Ja, aber... Und wo ist die Joppe den Sommer über gewesen? Die hing da drüben in meiner Bude. Und wann haben Sie die Joppe das erste Mal wieder getragen? Keine Ahnung. Nein? Das habe ich mir doch nicht gemerkt. Da können wir Ihnen aus der Verlegenheit helfen, Herr Kunstmann. Diese Joppe haben Sie vergangenen Sonntagnacht das erste Mal wieder angehabt. Wissen Sie nicht mehr? Nö. Ja, als Sie Herrn Anger mit Hanischs Motorrad nach Brastorf fuhren. Brastorf? Ins Seehäuschen, die Fernsehtruhe rausholen. Stimmt's, Herr Kunstmann? Na, wo ist die Fernsehtruhe? Na los, Kunstmann, rücken Sie raus mit der Sprache. Wer hat das Ding ausbaldowert? Sie? Nein, ich nicht, Ehrenwort. Ich wusste das ja gar nicht. Die Truhe wollte Josef verscheuern, der hatte da jemand an der Hand, die Kappen freier drauf, hat er gesagt, und das merkt kein Aas vorm Frühjahr. Ja, wie das so geht, Herr Kunstmann. Jetzt haben wir Herbst. Ich wollte nicht, wirklich. Es war mir einfach zu windig. Und jetzt ist die Truhe in der Laube. Meine Frau darf doch nichts davon wissen. Ach, sagen Sie mal, ginge das vielleicht so einzurichten, dass meine Frau nichts von der ganzen Geschichte erfährt? Wann kriegte Anger den Herzanfall? Nach ein paar Kilometern schon. Ich sollte ihn im Walde lassen und den Kasten wegschaffen. Er hat so gezittert. Da habe ich ihm meine Joppe hier übergezogen. Ach, daher also Ihr Schnupfen, Herr Kunstmann, ich erinnere mich. Ja, und dann? Ja, als ich wiederkam, da war es aus mit ihm. Und inzwischen hatte jemand den Toten gefunden und den Ausweis an sich genommen. Sagen Sie, trug Josef Anger eine Mütze oder einen Hut? Hä? Ein Hut oder eine Mütze? Eine Mütze, glaube ich. Lassen Sie mal, Seifert, den Hut, Genosse Lemke. Wir haben ihm viel zu danken. Na, dann kommen Sie mal mit, Herr Kunstmann. Wir müssen das Protokoll aufnehmen. Jawohl. Ach, wenn ich vielleicht vorher noch meine Ameise wegbringen darf. Ihre, was? Seinen Westentaschentraktor. Ach so. Ja, in Ordnung, Herr Kunstmann. Also, eins verstehe ich nicht. Wie ist bloß mein alter Ausweis in die Joppe gekommen? Nie habe ich den Ausweis in die Joppe gesteckt. Also da muss ich glatt gedöst haben. Tja, das muss jetzt bei Ihnen eine Strähne sein, Herr Kunstmann. Wir brachten Spuren im Sand. Ein Kriminalhörspiel von Hans Siebe.